Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und wir schauen uns heute ganz gemütlich Folge Nummer 2 von Good Luck Guys an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aufbauschende Drama zwischen Jana Maria und Umut sich noch entwickeln wird. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Ansonsten immer donnerstags mit einer Doppelfolge kostenfrei bei Join. Einfach mal hier den Link abchecken. Und auch ganz wichtig, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein und es geht eben los mit diesem Drama zwischen Jana Maria und Umut. Wie ist es so? Warte mal, der rumgedeckt. Was labert ihr? Was fragt ihr mich? Kümmert euch um euer Zeug. Der soll machen, was er will, aber nicht mit mir. Ich will auch ihn jetzt nicht als Freund irgendwie haben. Ich brauche ihn nicht mehr. I don't need him anymore. Kann das keiner hier verstehen? Ja, mir wird's auch auf den Sack gehen, wenn jeder zu dir kommt. Was ist denn jetzt hier mit Umut und so? Und das Ding ist halt, nach Temptation Island konnte die zurückfliegen, wo auch immer sie wohnt. Ich habe letztes Mal Marbella gesagt. Vielleicht wurde es jetzt schon korrigiert und sie wohnt woanders. Egal. Auf jeden Fall konnte sie dahin fliegen, hatte dann ihre Familie, ihre Schwester um sich herum und konnte diesem Umut komplett aus dem Weg gehen. Das hat sich jetzt hier gerade verändert, denn der turnt da vor ihr rum. Und ja, ich glaube, das nervt einen dann schon. Keine Ahnung, wie die Zusammenarbeit ist. Ich habe nie wirklich Kommunikation, also eine gescheite, richtige Kommunikation gehabt. Wir sind zwei Spieler und kein Team. Wir haben auch keine Strategie. Wir haben noch nicht einmal gescheit miteinander geredet. Hä? Und ich weiß gar nicht, was sie hat. Das ist doch perfekt. Manchmal ist es sogar besser, wenn die nicht miteinander reden würden. Nee, auf jeden Fall, das ist schon ein großes Hindernis für die erste Perlen-Challenge. Und ich bin gespannt, ob die irgendwann zusammen singend um ein Lagerfeuer herumsitzen werden und sich eben angenähert haben. Oder ob dieser Beef noch viel, viel krasser ausarten wird. Ich glaube, es ist ein 50-50-Ding, um ehrlich zu sein. Aber egal, wir schauen auf die erste Perlen-Challenge. Willkommen zum ersten Pearl Game. Oberstes Ziel ist es, als schnellstes Duo eure Teamflagge über die Ziellinie zu tragen. Auf dem Weg findet ihr Säcke im Dschungel, die das Leben am Lost Beach angenehmer machen. Ja, und das kann ich mir gut vorstellen, wenn du bei 40 Grad Hitze durch den Dschungel da rennst und dann siehst du so einen 25-Kilo-Sack. Dann denkst du, Mensch, den werf ich mir nochmal auf ganz entspannt über den Rücken und los geht's. Was man hier noch sagen muss, die Gewinner dieser Challenge bekommen 40 Perlen, Platz 2 20 Perlen, Platz 3 10, die vorletzten 5 und die allerletzten gar keine einzige Perle. Aber beim letzten Mal war es ja auch so, dass die Perlen so ein bisschen untereinander aufgeteilt wurden und viele Dinge geholt wurden für die allgemeine Gemeinheit und ich bin gespannt, ob es diesmal genauso abläuft oder ob Platz 1 einfach radikal sagt, hä, wir sind noch Platz 1, das sind unsere Perlen, ist mir noch egal. Dann wird es spannend, wer das Feuer hinbekommt und dann sagt, sorry, ist mein Feuer, geh mal mit deinem Reis, kannst du so essen. Und um was geht's jetzt hier? Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwie hängt an einem Wirrwarr von Seilen eine Kokosnuss und die muss von A nach B gebracht werden und das Ganze auf den Schultern wahrscheinlich des Kandidaten. Jetzt fragt ihr euch, hä, was ist denn mit Team Zwicke? Das ist so ein bescheuerter Name. Nee, egal. Was ist denn hier mit Team Flocke und den Zwillingen? Ich meine, das sind drei Leute. Da heißt es, hey, die Zwillinge müssen sich jetzt entscheiden, wer es macht. Und die andere Person, die nicht am Start ist, darf zwar mitlaufen, aber darf sich niemals beteiligen. Obwohl man hier ganz generell sagen muss, da sind also dann drei Leute in dem Team und die eine von den Zwillingen kann immer Kräfte sparen, oder was? Ja, also wenn ich laufen ist, dann gucken wir das. Guck mal, ich habe einfach den Brain. Ich hab eine Ausdauer von einer Null. Verstehst du? Ich bin einkaufen, geh vor mit Auto bis zur Tür. Und da muss man wirklich sagen, dieses Format ist eigentlich perfekt für sie. Sie hat sich ja vorbereitet. Immer auf dem Weg von der Eingangstür zum Auto hat sie sich vielleicht nochmal gerade aufs Geländer gelegt, ein bisschen rumgeplankt. Auf jeden Fall sagt sie hier, nee, mach du mal. Ich habe gar keine Kondition. Ich kann eigentlich hier gar nichts. Wie schnell bist du? Ich habe lange Beine. Ich kann richtig schnell laufen. Aber hast du Kondition? Ich nehme mich nicht. Also wir haben schon Chancen zu gewinnen, aber wir haben auch Chancen zu verlieren. Ja, 50-50 Chance. Long story short. Shit, man. Ja, und ich sag mal so, diese Einschätzung ist eigentlich nie verkehrt. Also wir könnten das Ding hier gewinnen, aber wir könnten auch verlieren. Also alles ist hier möglich. Zumindest gibt man nicht direkt auf. Und was ist mit Ehren, Marius? Also meine persönliche Taktik ist nicht zu sterben. Wie sieht's bei dir aus? Also meine Taktik halt, Gas zu geben. Ja, und da bin ich ja mal gespannt. Das Problem ist, das Team wird nur so stark sein wie das schwächste Mitglied. Und der eine möchte einfach nur hier überleben. Aber egal, los geht's. Komm! Schaffst du! Mit dem Scheiter! Das ist eigentlich auch eine normale Reaktion, wenn mich eine Frau sieht, dass geschrien wird. Marius! Das ist Sack! 25 Nimm mit! Kilo. Nimm mit! Das ist schwer! Willst du einen Sack haben? Und das Ding ist, einen Sack muss man schon mitnehmen, die sind unterschiedlich schwer. Umso wichtiger der Gegenstand oder das Nahrungsmittel für die Gruppe, umso schwerer ist eben das Säckler. Aber irgendeinen Sack brauchen sie am Ende.
Was machst du? Was machst du? Du musst dich so tragen, Mann, auf! Jetzt hoch! Hoch! Junge, bist du schwer. Halt's Maul! Heute ist Marius der Biggest Loser. Pass auf! Oh mein Gott, und das ist ja schon unfair. Für manche ist es ja gar nicht zu schaffen. Ich hatte eben Angst um sie. Ich dachte, die fällt hier wirklich komplett runter und dann aufs Genick und so. Wenn ich jetzt mit einer Frau keine Zukunft vorstellen könnte, dann lass ich sie halt fallen. Das ist ja normal. Was stimmt mit ihm nicht? Bitte sag mir, was stimmt mit ihm nicht? Hör auf, dich so viel zu bewegen. Entschuldigung, ich weiß, dass es auf Zeit geht, aber ein bisschen ruhiger. Und kannst du es bitte vorher ankündigen, wenn du so rumzuckst? Ich hasse Reality TV. Was ist los? Fällst du um? Alles gut. Wir haben's. Jawohl! Erstes Spiel, was wir gewonnen haben. Sehr gut. Ja, Mann. Die sind halt eben auch fit. Erik hat trainiert, das hat man gesehen. Und sie ist keine Fitness-Influencerin, aber die ist auf jeden Fall sportlich auch engagiert und motiviert. Und das sieht man hier. Ganz locker, ganz entspannt haben sie das hier geschafft, während die anderen noch ein bisschen strugglen. Nein, Vanessa, du musst doch gerne mit zurück, Dinge. Ja, geschafft. Okay. Im Sack. Komm. Hier, schau. Wir sind Zweiter geworden. Zweiter ist genauso gut wie Erster. Zweiter ist nie so gut wie Erster. Allerdings muss man jetzt hier auch sagen, in dem Fall, es geht um die Perlen, haben sie statt 40 Perlen 20 Perlen, was ja aber beeindruckend war. Die konnten dann doch relativ gut kommunizieren in ihrem Team und wussten genau, was zu tun ist und haben hier einfach an einem Seil gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Kokosnuss durch die Hindernisse befördert, ihr Fähnchen geschnappt und sind jetzt immerhin auf Platz 2. Wer mit allen Umständen hier zu kämpfen hat, ist eben unser Freund Ehrenmarius. Es sind der gefühlte 500 Grad und dann auch diese körperliche Anstrengung, die man wahrscheinlich nicht gewohnt ist. Ja, natürlich ist es ein Problem. Richtung, geh geradeaus. Ich sehe das nicht, aber auf einmal höre ich so, boom. Sorry. Alles gut, mach weiter. Lili, du musst das aufhören, das tut echt weh. Sorry. Direkt da vorne Kopfnuss bekommen. Jetzt macht das alles Sinn. Eine Kokosnuss auf den Kopf und direkt eine Sekunde danach, boom, wieder drauf. Das ist doch hier Sabotage. Sorry. Lili! Ich raste gleich aus, das tut weh. Fuck my life. Knockout. Sorry. Dann passiert etwas, damit hätte keiner mehr gerechnet. Ehrenmarius bewegt sich aus der hockenden Position wieder in die Atmosphäre mit seiner Teampartnerin obendrauf. Wenn du es schaffst, lass es. Stark! Nach hinten! Gibst du runter? Nein, mach! Aber gut, zurück zu Prinz Kopfnuss. Der sieht jetzt ein bisschen verschwommen und muss sich hier erstmal abstützen. Und ich sag mal so, da wird auf jeden Fall gut für die Kandidaten gesorgt. Eine Ärztin steht schon parat und versucht ein bisschen zu analysieren, wie geht's dem Jungen denn? You can, but you, any symptom or nausea and vomiting, headache or anything? Headache, ja. Okay, you can tell me now, okay? Ja, ja. Okay. You do have a headache now, oder? Ja, but it's fine. We move on. Ihm ist wurscht, er möchte jetzt hier durchziehen. Wir wissen, die ersten beiden Plätze sind schon verteilt und Prinz Aaron möchte sich jetzt hier selbst beweisen. Ganz vorsichtig. Ich hau euren Hoden. Aber das Ganze hat sich dann minimal noch gelohnt. Platz 4 für Team Gelb. Und jetzt kommen wir mal wieder zu ein bisschen Drama hier, Drama da. Wir kennen die Zwillinge und ja, offensichtlich haben die Zwillinge hier und da so ein bisschen was gemacht. Das Gleiche gilt ja auch für Sabrina. Aber ich sag mal so, die möchte noch ein bisschen persönliche Meinung reinbringen. Weiß ich nicht, keiner hat gefragt oder so. Ich hatte auch so große Lippen wie ihr. Ich habe den Bezug verloren gehabt, dass die schon übernatürlich groß sind. Also ich muss sagen, ich mag das auch. Mir hat es auch eine Zeit lang gefallen. Ich schwöre, 2 Jahre habe ich das echt nicht mehr gesehen, wo ich den Bezug verloren habe. Verstehe es nicht. Wie heißt zum Beispiel du, dass du mich gerade damit konfrontiert hast? Ich sag ja, Anja, warum hast du so große Titten? So, wir kennen uns kaum so. Persönlich, wenn ein bisschen weniger wäre, das wäre wow. Du hast ja jetzt gemacht, du bist es und jeder mag das, aber dann kann ich jetzt sagen, wow, schaut scheiße aus, ja, weil es ist dein Geschmack. Sabrina sagt jetzt hier, also nee. Ich hatte auch mal so große Lippen und das hat mir gezeigt, dass ich den Bezug zur Realität verloren habe, wie wahrscheinlich bei euch. Der eine Teil wird sagen, ja, recht hat sie. Der andere Teil wird sagen, was ist das für übergriffiges Gelaber? Keiner hat dich gefragt und du hast selbst hier und da alles gemacht. Lern doch erst mit mir als Person kennen und frag nicht wegen meine Lippen oder warum ich
dass die dir zu groß sind. Okay, stopp mal. Aber wir haben gerade drüber gesprochen und ich habe gesagt, ich glaube, dass ihr eventuell vielleicht schon den Bezug verloren habt. Ja, aber ich habe dir doch nicht um deine Meinung gefragt. Wenn du das so oft fasst hast, dann tut's mir leid. Und yep, ich sag mal so, ich höre da einen Nominierungsgrund incoming. Und das Beste ist die von GNTM, die checkt jetzt erst, okay, es ist ja doch ein bisschen anders als bei Heidi. Oh mein Gott, ich habe nur meine Lippen gespritzt, aber deine Titten sind zu groß. What are you talking about? Plastic is plastic. Don't judge. Ja, aber herzlich willkommen beim Trash. Da ist das einfach ein Teil von der ganzen Geschichte. Plastikteil. Unnecessary conversation. Es gibt so viele Sachen, worüber man reden kann. Titties machen, Titties nicht machen lassen, Lippen machen, Lippen nicht machen lassen. Foreigners. Wie auch immer, auf jeden Fall kommen wir zur ersten Schatztruhe, denn die Kandidaten haben ja nach der ersten Perlen-Challenge auch mal was Gutes verdient. Es war anstrengend genug. So. What is that? Oh mein Gott, Leute, das sind unsere Gewinner. Oh mein Gott. Der sagt Reis. Ja, aber das machen wir den morgen einfach alle zusammen. Ja, alle Reis. Ja. Aber wir brauchen ja, wir geben unseren ja. Hat einer von euch eine Brille? Mit einer Lupe, also mit einer Linse, kannst du einen Brennpunkt machen und dann Feuer machen. Yep, wenn du lang genug den richtigen Winkel triffst, bin ich mir sicher, dass das funktioniert. Aber ich glaube, da hat eben keiner ein Glas dabei. Und es war ja schon in Staffel 1 einfach sensationell, wie sie es probiert haben, wie lange sie es probiert haben, bis dann Michaela ein kleines Feuerzeug stibitzt hat. Was sagst du zu dem Kondom, zu dem XXL-Kondom? Du glaubst doch nicht wirklich, dass der XXL braucht. Am Arsch! Ich weiß jetzt nie, was ist, wenn man sich verliebt oder irgend sowas. Ja, ja. Also zwischen mir und Sabrina ist es gerade echt ein großartiges Gefühl, weil wir geben Gas. Und ich glaube, irgendwann, wenn man so als Team zusammenschmilzt, dann schmilzt man halt auch überall irgendwie zusammen. Und deswegen bin ich lieber vorsichtig, denn liebe Kinder, safety first. Und deswegen habe ich auf jeden Fall hier Kondome mit dabei. Du hast nur die eine Boxershot und die, die ich habe. Ja? Wir müssen die waschen. Ja, wir müssen die runter. Die habe ich seit 4 Tagen an, Alter. Habe ich es nicht gesagt beim letzten Mal? Habe ich gesagt. Und ja, Erik, dem ist alles egal. Und ja, ich weiß, 99,9% davon ist Show. Und Nadja würde sagen, the show must goes on. Und das nächste Programm-Highlight von Erik, Nacktbaden. Wir gehen nackt rein, so wie Gott uns schuf. Warum nimmst du mich dann mit baden, wenn du jetzt nackt baden willst? Und ich sag mal so, da brauchst du halt einen Cosimo, der ist für jeden Spaß zu haben, aber Flock geniert sich hier noch ein bisschen, der denkt sich, nee, gar keinen Bock. Und Erik zeigt sich halt eigentlich überall auch nackt. Hat er beim Sommerhaus in der ersten Folge auch gemacht und seine Ex-Freundin Katharina war davon überhaupt nicht begeistert. Also hier werden die gleichen Hebel wieder in Bewegung gesetzt und ja, es ist halt einfach eine Show. Leute! Kommt rein! Also ihr wolltet nicht unsere nackten Astralkörper sehen? Nein. Denkst du an oder? Ich geh doch mit der Einstellung, die ich das vom war es wieder die kompletten Erik Sindermann, ne? Und wisst ihr, was hier so ein bisschen das Problem ist? Ich liebe es, wenn die so Blödsinn reden. Was ich bei ihm halt nicht mag, weil ich weiß, dass der sich das alles schon so ein bisschen überlegt hat und diese offensichtlich gescriptete Kacke. Aber das ist auch nicht das Einzige, was hier bitter ist. Denn das kommt jetzt plötzlich wie Kai aus der Kiste. Einer der Kandidaten wurde gerade rausgeschmissen. Was uns nicht gepasst hat, war das Verhalten von Marius aus Team Rot. Er hat wiederholt gegen die Regeln am Lost Beach verstoßen und musste Good Luck Guys deshalb verlassen. Valentina darf bleiben, das war's schon. Weitermachen. Und was ist da jetzt bitte passiert? Ist der wirklich von Haus zu Haus gelaufen und hat sich auf die Leute gelegt, wie er es angekündigt hat in Folge 1? Oder was war da los? Schreibt mir eure Vermutung gerne mal unten in die Kommentare. Naja, ein Ersatzkandidat ist sehr, sehr schnell gefunden und das ist der hier. Mein Name ist Daniele Negroni. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht. Danach habe ich auch noch etliche andere Sendungen gemacht. Manche positiv, manche nicht so positiv. Yep, und das Gute ist, man sieht ihm sofort an, der ist frisch. Der ist auf jeden Fall ready to rumble, der ist am Start. Und wann habe ich den zum letzten Mal gesehen? Daniele Negroni. Ist nicht Negroni auch so ein Longdrink? Der ist auch sehr, sehr stark. Naja, wie auch immer, ich glaube das letzte Mal bei der Couple Challenge und da ist der doch komplett am Rad gedreht und eigentlich alles, was wir brauchen, auch bei diesem Format. Ich bin auf dem besten Wege, mich nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenzulernen und deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht ausflippen werde. Aber was ich auch sagen muss, auf jeden Fall erfrischend. Nein, ich mag die Art und Weise, wie er artikuliert, denn das nimmt einen so ein bisschen mit, der hat Power. Mein größter innerer Schweinehund wird in dieser Show definitiv der Zigarettenentzug sein. Also, dass du einen neuen Teampartner bekommst, habe ich mich natürlich mega gefreut. Also, ob du mich kennst, ich habe Leben leicht gemacht gewonnen. Ich kann, wenn ich möchte, auch den ganzen Laden hier mal schnell kurz und klein machen.
Und ich hoffe an der Stelle, der kommt auch klar mit dem Entzug. Ich sag mal so, weil dann sind es ja nicht nur die Zigaretten, weil irgendwann haben die einfach nichts mehr zu essen. Und ich glaube, wenn du dann eh schon das eine Paket da zu tragen hast, und ich rede nicht von 25 Kilo Reis, sondern einfach von der Tatsache, dass du nicht rauchen kannst und davor wahrscheinlich sehr, sehr viel geraucht hast, dann möchtest du wahrscheinlich auch essen, weil du im besten Fall vorher auch ja hier und da gut gegessen hast. Und ich sag mal so, wir werden hier sehr, sehr viele Hangry-Leute sehen und wie das knallen wird, mein lieber Scholli, da sind wir dabei. Kann ich Feuer machen? Ja. Ja, mit einer Spindel. Ich muss halt bauen, aber kriege ich hin. Dreh uns eins. Die Spindel wird hier eingedreht und dann hältst du später nur noch das hier fest und drehst hier mit, weil sich die Spindel automatisch dreht. Ich liebe den Kerl. Zumindest in der Theorie hat er hier absolut eine Spindel erklärt. Also für mich klang das auf jeden Fall schlüssig. Und er hat was vor. Und da sieht man, dass es sich gelohnt hat, damals MacGyver und das A-Team zu schauen. Der sagt einfach, klar, Leute, Feuer machen mit einer Spindel. Am Ende machst du einfach nur so hier diese Bewegung und dann dreht sich's von alleine und zack, ist da ein Flämmchen zu sehen. Nur oben halten. Ja. Da geht ja nichts. Das Seil ist einfach zu dick. Und wenn wir da eine einzelne Kordel rausnehmen? Du bist ja schlau. Teamwork makes the dream work. Und ich sag mal so, Flocke der Boss. Und Mac Negroni ziehen hier eben an einer Kordel. Ganz ehrlich, ich dreh das jetzt hier ohne rein. Ja, kack mal auf diesen Spindel. Lass einfach nur mal das Stöckchen drehen. Und der wirkte hier am Anfang sehr, sehr selbstbewusst in dem, was er da macht. Aber der war auch vor einer Stunde noch im Hotel. Da, ja. Oder ist das nur der Staub? Das war der Staub jetzt, ja. Mega Einsatz, wir bleiben da dran. Ja, ja, ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Ich mache morgen früh noch so lange weiter in der Hoffnung, dass ihr das nicht ausgeben müsst. Nicht ausgeben mit den Perlen, um ein Feuerzeug zu holen. Aber ja, das zeigt auf jeden Fall jetzt schon mehr Engagement, als wir jemals von Ehren-Marius sehen konnten. Und jetzt mit Daniel hat auch seine Teampartnerin Valentina, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass sie auch Valentina heißt und dass ich nicht automatisch irgendwelche negativen Dinge sage. Auf jeden Fall für Valentina ist es perfekt gelaufen, dass sie jetzt einen neuen Teampartner hat. Leute, gute Nacht, schlaft gut, bis morgen. Wenn du mit deinem Ex da drin bist, das ist nicht einfach, das ist nicht einfach, ich kann schon gar nicht mehr. Das ist nichts Schönes. Für mich ist das komisch, eine komische, ungewohnte Situation jetzt gerade in diesem Moment. Bro, stell dir einfach vor, das ist das Übernachtungsdate. Ja, ist auf jeden Fall unangenehm und ich glaube, da willst du dann auch nicht drin liegen. Allein wahrscheinlich, wenn der atmet und ein bisschen schnarcht, da wirst du innerlich aggressiv und suchst nach einem Kissen. Er hat mich dann auch schon ganz lieb gefragt, ob er bei mir schlafen kann heute. Und ich denke mal, das wird sich auch über die nächsten Tage so weiter durchsetzen. Ich möchte nicht in der Hütte schlafen, wo Jana ist. Hört, hört, er verzichtet hier auf den Stress. Aber ja, es hat auch noch einen anderen Grund. Die Liebe seines Lebens, Emma, ist zu Hause und die weiß ja nicht, dass Jana Maria hier ist. Und er würde ja niemals, niemals in einem Bett mit einer fremden Frau schlafen, wenn er in einer Beziehung ist. Weil ich für mich selber halt auch weiß, meine Frau ist... Wenn man zurückkommt und mir das dann erzählt, dann wäre sie auch erstmal so... Ne? Also, ja. So erstmal, ne? Ja. Und das war's mit dieser Folge. Wir sehen noch eine kleine Vorschau. Es kommt wohl zur Expedition und zur ersten Muschelzeremonie. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe schon jemanden im Fokus, den wir safen sollen. Wenn ihr über Leute redet oder über wem ihr schon gef***t habt, I'm not part of that. Wir haben hier auch kein anderes Entertainment, wir sind in der Wildnis. Über was sollen wir denn sonst reden als über Icken? So, das war's jetzt aber wirklich. Was sagt ihr? Gerne unten rein. Nur das Beste für euch. Bis dann. Ciao.